Schön, dass Sie heute alle so zahlreich zugeschaltet haben. Bevor wir jetzt ans Eingemachte gehen, wäre es nett, wenn Sie mir ein kurzes Feedback in den Chat schreiben könnten, ob Sie den Bildschirm sehen können und ob Sie mich gut verstehen können. Ne, damit wir wissen, dass das alles funktioniert, schreiben Sie es bitte mal rein. Jawohl, da kommen die Daumen hoch. Vielen lieben Dank. Dann legen wir doch direkt los. Bevor wir jetzt ans Eingemachte gehen, Sie sehen, ich bin heute nicht alleine hier, sondern ich habe mir tatkräftige Unterstützung mitgebracht zum heutigen Thema beschleunigte Rechnungsverarbeitung mit Amagno Edatev Rechnungswesen. Das heißt, heute geht es um das Thema Dokumentenmanagement in Kombination mit der Datev-Schnittstelle. Und wir haben hier heute ganz unterschiedlichste Kunden dabei. Wir haben Interessenten dabei, Leute, die uns schon kennen, Leute, die uns noch nicht kennen. Und für die, die uns noch nicht kennen, damit sie wissen, wer wir sind und was wir machen, eine ganz kurze Vorstellung. Und zwar die Firma Amagno ist ECM-DMS-Hersteller mit Sitz in Oldenburg. Wir haben eine Kundenbasis von weit über 1000 Kunden und uns gibt es sowohl in einer Cloud-Variante und auch in einer On-Premise-Installation. Beide Lösungen sind funktional komplett identisch. Der einzige Unterschied ist, wo letztlich die Daten liegen. Bei der On-Premise-Variante sind Sie für die Datenhaltung zuständig. Bei der Cloud-Variante liegen die Daten bei uns. Und wenn ich sage bei uns, dann meine ich das Microsoft Azure Rechenzentrum mit Sitz in Frankfurt am Main. Und die Daten sind auch nochmal gespiegelt in Magdeburg. Für Sie ist wichtig zu wissen, wir sind ein zertifiziertes Dokumentenmanagementsystem nach IDWPS 880. Das ist buchhalterisch das höchste Zertifikat, das Sie bundesweit finden können. Und das macht in Kurzform, dass wir GOBD-konform sind und dass Sie Ihre Dokumente nach dem Scannen auch in die Tonne stecken dürfen, sofern Sie denn eine sogenannte Verfahrensdokumentation haben. Sowas können Sie von uns bekommen, ist mit 2, 3 Tagen Dienstleistungen gemacht. Sowas können Sie auch selber schreiben, zum Buchprüfer schicken, der sagt Ihnen schon, was noch fehlt. Ansonsten, wir haben zahlreiche Schnittstellen und Lösungspartner. Was bedeutet das? Wir liefern von Hause aus bereits viele Bordmittel mit, wie wir uns in Ihre bestehende Systemlandschaft integrieren können. Wenn es dann aber mal etwas mehr sein soll, der Klassiker ist eben die Übergabe von kontierten Rechnungen an ein nachgelagertes Buchhaltungssystem, dann können wir auf fertige Schnittstellen von unseren Lösungspartnern zurückgreifen und können dann die entsprechenden Fremdsoftwarelösungen mit anbinden. Und da sind wir auch schon beim Thema. Ich hatte es gesagt, meine Damen und Herren, ich bin nicht alleine hier, sondern ich habe den Per Nilsson von der Firma Workcentrics mitgebracht. Per, gerne 2, 3 Worte zu dir, zum Unternehmen. Ja, ganz herzlichen Dank, Mario. Ja, mein Name ist Per Nilsson. Ich bin Geschäftsführer der Workcentrics GmbH. Schön, dass Sie hier die Zeit gefunden haben. Wir machen es auch recht kurzweilig und sollten spätestens um 14:30 Uhr dann auch damit durch sein. Mario hat es eben schon angesprochen. Es geht um unterschiedliche Schnittstellen, beziehungsweise es geht darum, Daten aus einem Dokumentenmanagementsystem in eine Drittlösung, eine Fremdlösung zu bringen. Der Vorteil von einem Dokumentenmanagementsystem ist ja nicht per se gegeben, aber in der Form, wie sie Amagno beispielsweise bietet, durch das automatisierte Auslesen von Dokumenten, macht es dann halt auch Folgeprozesse deutlich einfacher, beziehungsweise auch viel, viel schlanker und erfordert nicht so viele persönliche Ressourcen. Genau. Das Thema der Datev-Schnittstelle, das wir hier heute haben, ist eine unserer Entwicklungen. Wir haben uns auf den Bereich der Software, jemand teilt bereits seinen Bildschirm und würdest du mir gerade das Recht geben, Mario, bitte? Nein, Moment. Jetzt Jetzt sogar. kannst du. Okay. So. Ja, wir haben uns nicht nur oder beschäftigen uns nicht nur mit dem Thema Dokumentenmanagement und Einrichtung und Consulting in dem Bereich, sondern setzen einen ganz klaren Fokus auf Automation und auf einfacheres Arbeiten. Und vor dem Hintergrund haben wir zahlreiche Schnittstellen mittlerweile entwickelt. Dann gibt es halt zwei. Eine will ich nur kurz am Rande ansprechen. Das ist die Schnittstelle für Datev-Unternehmen online. Und dann darüber hinaus das Datev-Rechnungswesen, um das es heute geht. Warum machen wir das? Ja, also unser Fokus ist halt Automation bzw. vereinfachte Prozesse, ressourcenschonende Prozesse und Fokus auf Wissensarbeit und
Vor dem Hintergrund macht das dann genau an dem Punkt auch Sinn. Das DMS am Magno bietet uns hier über die sehr, sehr weitreichende Schnittstelle halt sehr, sehr viele Möglichkeiten, um Daten aus dem DMS in Zielsysteme zu bringen, weil sie einfach vorgehalten sind. Und für das Thema heute, DATEV-Rechnungswesen, gehe ich dann vielleicht einfach mal an den Punkt. Wir sehen jetzt hier ein Produkt, das kann man bei uns im Store auch buchen. Das kann man auch für eine Testzeit buchen. Da gibt es auch entsprechende Anleitungen, wie und was man dann damit macht. Nach dem Buchungsvorgang stehen einem dann in einem eigenen Bereich unterschiedliche Einstellungen zur Verfügung. Man sieht es hier, ich habe hier verschiedene Dienste gebucht und unter anderem DATEV-Rechnungswesen. Die Schnittstelle DATEV-Rechnungswesen hier ist voll integriert in die DATEV-Prozesse. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit, alle dem angemeldeten Nutzer bzw. dem Nutzer, der die Autorisierungsfreigabe dann in Verbindung mit der DATEV macht, auch dann über den USB-Stick über die Karte oder mittels Smartphone zur Autorisierung, sich halt unterschiedliche Beraternummer, Mandantennummer auszuwählen und diese dann für die Schnittstelle zu autorisieren. Ich habe das in diesem Schema hier schon einmal vorgenommen. Letzten Endes steht dann hier ganz zum Schluss das Thema, welche Beraternummer, Mandantennummer wurde ausgewählt. Hier gibt es eine Langzeitfreigabe für einen entsprechenden Zeitraum, sodass man sich nicht jedes Mal nochmal neu autorisieren muss. Und die Integration, ich will es nur ganz kurz zeigen, liegt dann hier. Wir sehen es, verbundene Anwendungen und man hat dann natürlich auch immer die Übersicht, welche Dienste denn jetzt hier gerade auch dann für die Schnittstelle bereitgestellt wurden. Viel mehr gibt es hier zu den Einstellungen bei der Rechnungswesen-Schnittstelle eigentlich gar nicht zu sagen, außer von der Herangehensweise, dass wir mit eigener URL bzw. auch im eigenen Secret Key dann noch arbeiten, den wir dann später in am Magno selber benötigen. Sobald man hier dann an den Punkt kommt und sagt, okay, man will beispielsweise eine der Ablagen, vielleicht gibt es mehrere Gesellschaften, Tochtergesellschaften oder Ähnliches, nicht mehr hiermit bedienen, deaktiviert man einfach die Langzeitfreigabe für eine bestimmte Mandantennummer und damit ist dann auch die Schnittstelle nicht mehr autorisiert, in diesen Mandanten Daten zu an diesen Mandanten Daten zu übergeben. Genau, dann gehen wir einmal in eine Ablage von Amagno. Ich hoffe, Sie haben die alle schon einmal gesehen. Das ist unsere Demo-Ablage, seien Sie nicht verwirrt. Wir arbeiten hier mit ganz unterschiedlichen Tools da drin, unter anderem auch mit unseren Power-Tools. Die sind partiell auch hiermit angebunden, aber auch Abfragen auf Fremddaten, gerade bei der Kontierung beispielsweise. Wir haben jetzt den Bearbeitungsprozess auch gar nicht so groß gemacht. Ich nehme mir jetzt hier in einem Posteingang einfach mal eine Rechnung und sage dann jetzt hier remagnetisieren. Das können wir auch hier so machen. Das kennen Sie aber wahrscheinlich vom Prozedere her. Wo ist er? So. Da ist jetzt so eine Rechnung. Da sind Kundendaten drauf. Da ist unter anderem dann auch das Belegdatum beispielsweise drauf. Die Dokumente werden ja bei Amagno einmalig angelernt. Wo habe ich jetzt hier die Rechnungsnummer? Da oben ist sie. Die Informationen sind drin, da erfolgt keine Auslösung. Wir haben jetzt hier in dem Fall beispielsweise die Daten angereichert, sodass wir auch dann die Geschäftspartnernummer der DATEV mitfahren. Wir haben den Unternehmensnamen hier oben mit drin. Und haben für das erste alle relevanten Informationen hier ausgelesen bzw. zugewiesen, die wir benötigen, um das Dokument per se erstmal durchs Unternehmen durchzuschleusen. Im Folgenden gibt es ja dann also wirklich je nach Unternehmen ganz unterschiedliche Prozesse, auch Freigabeprozesse und Workflows. Wer validiert, wer muss freigeben, wann erfolgt die Kontierung? Das ist ganz individuell und auch relativ einfach hier drin abzubilden, weil wir über unterschiedliche Benutzer und Benutzergruppen auch einfach einen Workflow steuern können.
und dann beispielsweise mit Stempeln arbeiten, sodass wir dann dort auch Daten auftragen, beziehungsweise auch Merkmale oder Sichtvermerke und Ähnliches mit ergänzen können. Ich habe einiges davon jetzt hier für dieses kurze Webinar vorweggenommen. Ich springe jetzt einmal kurz in die Kontierung und wähle mir einen Beleg. Das ist er hier auch. Ich mache das mal ein bisschen breiter in dieser Übersicht. Wir sehen auch hier, die Lieferanteninformationen sind soweit gefüllt. Auch gewisse Belegdaten sind gefüllt. Die Summenpositionen sind auch schon ausgelesen. Wir sehen jetzt hier unten eine Situation, Validierung der IBAN. Das kommt aus unseren Power Tools, die ja auch mit in dieser Ablage angebunden sind, bei denen die IBAN der Stammdaten einmal an einem bestimmten Punkt validiert wurden. Das ist hier für den Fall schon erfüllt. Für das Dativ-Rechnungswesen geht es dann natürlich im nächsten Step an das Thema Kontierung. Genau das mache ich jetzt hier an dem Punkt auch. Ich habe es jetzt hier so gehalten, dass wir einfach nur den Positionsbetrag in dieser Rechnung übernehmen. Wir haben jetzt hier eine externe Datenquelle, mit der wir auf die Sachkonten zugreifen. Ich zeige das mal ganz kurz. Hier geht jetzt ein neues Fenster auf. Ich habe jetzt nach SK04 Konto beginnt mit 66 gefiltert oder enthält 66 und entsprechend gibt er mir eine entsprechende Anzahl an Sachkonten aus. Wir haben jetzt hier Konto 5906. Das übernimmt er mir dann auch automatisch die Fremdleistungen. Wir haben im Standard einen Buchungsschlüssel mit vorgegeben. Wir haben gegebenenfalls hier Kostenstellen, die wir mit bedienen wollen. Die können wir auch aus externen Datenquellen einlesen oder aber aus dem Cache beispielsweise herausladen. Wir haben jetzt hier die Information Kontierung abschließen, gehen wir jetzt auf Ja. Man kann natürlich aber auch Split-Buchungen vornehmen, das heißt, man kann Zeile für Zeile entsprechend dann durchbuchen. Dann würde genau diese Maske dann ein weiteres und noch einmal auftreten oder hier angezeigt bis zu einem Zeitpunkt, zu dem man dann sagt, okay, Kontierung wird jetzt abgeschlossen. Und wir haben natürlich das Steuerkennzeichen, weil das das Dativ-Rechnungswesen auch erfordert. Dann gehe ich jetzt hier einmal auf Speichern. Sie sehen es hier als Sichtvermerk. Hier ist die Kontierung beispielsweise dann auch einmal drauf. Ich speichere das Dokument. Was jetzt hiermit passiert ist, nur kurz zum Hinweis, wir haben das Ganze in der Ablage so eingestellt, dass es hier dann auch nochmal zur Validierung der Kontierung kommt, dergestalt, dass der Positionsbetrag netto in Verbindung mit dem Buchungsschlüssel, daraus resultieren 19%, dann gegen den Gesamtrechnungsbetrag validiert wird. Wo sind wir da? Das dauert gegebenenfalls ein bisschen. Oder ist schon durch? Das sehen wir gleich, wenn er an der Freigabe ist. Da ist er noch nicht. Hier ist er raus. Wo ist er? Per, was bedeutet Validierung der Kontierung? Also bei ganz normalen Buchungen ist ja relativ einfach, beziehungsweise bei Buchungen, bei denen nur eine Position gebucht wird, bei Split-Buchungen wird es dann in so einem System hier etwas aufwendiger, vor dem Hintergrund, dass halt keine Funktionen im Standard enthalten sind, mit denen halt Gegenrechnungen stattfinden. Wir sind jetzt hier den Weg gegangen und haben gesagt, okay, wir haben ja bei jeder Kontierung auch einen Buchungsschlüssel. Über den Buchungsschlüssel wissen wir, welcher Steuersatz angewendet wird. Das heißt, der Unternehmer kann pro entsprechender Zeile dann auch den Betrag über das Klickfüllen mitnehmen. Wir haben die Information, welcher Buchungsschlüssel liegt dran. Und diese Validierung geht dann Zeile für Zeile und BU-Schlüssel für BU-Schlüssel durch und validiert das Summenprodukt aus allen Buchungspositionen gegen die Gesamtsumme der Rechnung. Und wenn die identisch ist, dann ist der Check durchgelaufen. Und dann geht das Dokument dann auch den nächsten Schritt in die Freigabe beispielsweise. Das kann man an ganz unterschiedlichen Stellen dann auch ansetzen. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken, was er hier hat.
IBAN ist es nicht. Und hier auch fehlerhaft. So, IBAN ist korrekt. Hat er den Konto? Ja, er müsste eigentlich den Konto stellen. Sekunde, ganz kurz. Freigabe ist nicht vorhanden. Kontierung ist vorhanden. Ja. Sie sehen es hier, die Validierung der Kontierung ist auch durchgelaufen. Das Ganze ist da. Also eigentlich müsste er hier auch an dem Punkt genau da sein. Wir geben ihn jetzt dann auch einmal frei. Und damit haben wir den Beleg dann hier in der finalen Freigabe. Beziehungsweise in der Dativ-Übergabe. Ja, Fehler von mir. Er ist ja schon einen Schritt weiter. Wir hatten einen Beleg vorneweg, der mit so einer Split-Buchung auch versehen war. Sie sehen das Ganze dann hier. Wir haben die erste Kontierungsposition und die zweite Kontierungsposition des Beleges. Wir sprechen natürlich unterschiedliche Sachkonten mit an. Wir haben die BU-Schlüssel mit drin. Auch hier sind Projekt-IDs hinzugefügt. Genau, und auch dieses Dokument hat dann in dem Moment die Kontierung durchlaufen, so wie ich es eben angesprochen habe, Positionsbetrag netto mal BU-Schlüssel, das Zeile für Zeile addiert, entspricht dann der Bruttosumme, die hier oben einmal in den Kopfdaten schon mit ausgelesen wurde. Viel mehr gibt es hier jetzt eigentlich nicht, weil das Thema Schnittstelle ist ja, ich sag mal, ein technisches, das nur darauf reagiert, was vorweg vorgenommen wurde. Das heißt, wir arbeiten dahingehend, dass wir genau an diesem Punkt Dativ-Übergabe alle Informationen, die wir für eine Dativ-Übergabe benötigen, dann halt auch wirklich hier an dem Dokument vorliegen haben. Und das sind gar nicht so wenige. Also das sind im Standard, können das sehr, sehr wenige sein. Die Schnittstelle, die Dativ macht hier eigentlich nur zwei Vorgaben. Sie kennen das aus anderen manuellen Importen vielleicht auch. Das ist das Rechnungsdatum und die Summe. Das sind absolute Pflichtfelder. Hier kommen jetzt dann vielleicht noch ein, zwei dazu. Wir haben jetzt hier zum Beispiel das SH-Kennzeichen. Die Liste der Möglichkeiten ist aber relativ lang. Wir können hier unterschiedliche Beleginformationen mitgeben. Wir können natürlich die Kostenstelle 1, die haben wir eben gesehen, aber auch eine zweite Kostenstelle mit definieren. Unterschiedliche Steuersätze. Wir haben das Thema des Währungskennzeichens schon einmal in den Stammdaten ergänzt gehabt. Wir haben hier, was gibt es noch an Zusatzinformationen, Mengeneinheiten, wir können das Veranlagungsjahr beispielsweise, Forderungsarten, Referenzen zu Auftragsnummer oder Ähnlichem. BU-Schlüssel haben wir eben schon gesehen. Mandatsreferenz gehen wir natürlich mit rüber. Die Festschreibung definieren wir, die können wir auch immer ganz individuell definieren. Im Standard ist sie festgeschrieben, so sieht man es hier. Und nicht im Standard wird sie, wenn sie leer gelassen ist, halt festgeschrieben, die Buchungsposition. Aber auch das kann man natürlich ändern, sodass die Buchungsposition dann, wenn sie in Kanzleirechnungswesen importiert wurde, dann auch nochmal händisch geändert werden kann. Leistungsdatum, Fälligkeit, also alle diese Informationen kann man mit übergeben. Muss man nicht, sondern man kann das halt entsprechend. Wir haben es hier jetzt an dem Punkt auch relativ einfach gemacht und haben die Positionen, die Standardpositionen mit übernommen, die halt erforderlich sind, um so eine Buchung komplett dann auch im Zielsystem durchzuführen. Diesen Punkt jetzt hier, Dativ-Übergabe, den haben wir, naja, etwas plakativ eingeführt, ist gar nicht notwendig, weil diesen Prozess auch der Übergabe der Buchungsdatensätze an das Dativ-System, also an die Dativ-Cloud, das ist genau der Prozessschritt, mit der Bestätigung hier, mit der Übergabe gehen die Daten einmal ins Dativ-Rechenzentrum, das heißt das Belegbild und damit verbunden auch die ganzen Belegzeileninformationen gehen ins Rechenzentrum
Und wenn Sie dann entweder am Arbeitsplatz sich befinden oder im Kanzleirechnungswesen und sagen, jetzt für diesen Mandanten bitte die Buchungssätze runter, Buchungsvorschläge runterladen, dann macht das System nichts anderes, als die dann aus der Dativ Cloud herunterzuladen. Wann das ist, das bleibt Ihnen natürlich überlassen. Diejenigen, die Selbstbucher sind, die wollen das wahrscheinlich in einem entsprechenden Zyklus machen. Das kann man automatisieren, also dadurch, dass man sagt, dieser Stempel, diese Dativ-Übergabe, die findet periodisch statt, weiß ich nicht, zweimal am Tag. Man kann das Ganze aber natürlich auch händisch machen und das machen wir hier auch. Das heißt, wir haben jetzt hier Dativ-Rechnungswesen Start. Und was dann im Hintergrund passiert, ist eigentlich nur, dass die Schnittstelle die Daten zusammensammelt, das entsprechende CSV, beziehungsweise hier in dem Fall, na doch, hier in dem Fall CSV, bei der Dativ-Unternehmen-Online-Schnittstelle eine XML-Datei zu erstellen, die Referenzen und Belegbilder darauf zu setzen und die Daten dann über den zuvor definierten und freigegebenen Kommunikationsweg an die Dativ zu übertragen. Okay, hier kommt nochmal eine Frage. Bitte. Was funktioniert jetzt nach der Freigabe automatisch? Kannst du das nochmal erläutern? Also nach der Freigabe passiert jetzt hier in diesem Szenario erstmal nichts. Man könnte es genauso setzen, dass mit der Freigabe nichts anderes passiert als das, was wir hier machen, an dem Punkt Dativ-Übergabe, nämlich, dass die Daten zusammengesammelt werden, die sich an so einem Beleg befinden, bei Splitbuchen entsprechend diese Zeileninformationen und in Verbindung mit dem Belegbild dann an die Dativ Cloud übertragen werden. Wir haben es also jetzt gerade, was Dativ Rechnungswesen betrifft, Sie kennen oder Sie wissen es, diese Buchungsvorschläge, es ist natürlich lästig, wenn man Buchungsvorschlag für Buchungsvorschlag einzeln herunterladen würde. Und vor dem Hintergrund gehen wir eigentlich den Weg und sagen, wir machen eine Freigabe und der Magnet hier, das ist wie so ein Sammelbecken. Wir warten auf eine entsprechende Anzahl an Buchungen und fahren dann den Prozess erst an mit der Datenübergabe in das Dativ-Rechnungswesen, sodass halt so eine Datei, so ein Buchungsvorschlag, der runtergeladen wird, gleich mehrere Buchungen enthält. Ist die Funktionalität auf die Dativ Cloud beschränkt? Also hier in der Form ja, das ist ja eine reine Dativ-Schnittstelle für das Kanzleirechnungswesen beziehungsweise für das Mittelstand-Faktura. Beide Systeme basieren im Kern beziehungsweise beruhen im Kern halt darauf. Das heißt, die Steuerberaterlösung, aber auch die Selbstbucherlösung kann damit gefahren werden. Diese Datenexporte, beziehungsweise hier in dem Fall gehen Sie ja direkt in der Schnittstelle, man sieht es ja nicht, man sieht dann nur das Endergebnis, wenn ich mir die Buchungsvorschläge herunterlade, aber diese Datenformate, die nutzen wir auch in einer anderen Schnittstelle, um Lösungen von einer Edison, einer Agenda, einer Simba, einer Sage und Ähnlichem halt auch mit zu bedienen, weil die sich alle irgendwann mal darauf geeinigt haben oder gesehen haben, dass es sinnvoll ist, den Dativ-Datenstandard bzw. den Formatstandard der Dativ zu kopieren bzw. zu übernehmen, um ihre eigenen Systeme damit zu bedienen. Gefragt war, ob das für Dativ und Premise oder auf Dativ und Premise beschränkt ist. Diese Schnittstelle hier, ja. Das andere Thema ist die Schnittstelle des Dativ-Unternehmen Online, die gibt es auch. Die bieten wir auch an. Sie können halt Dativ-Unternehmen Online über unterschiedliche Optionen bedienen. Es ist ja ein vorgelagerter Prozess, bevor eine Steuerberatung damit dran geht. Wir haben hier die über Dativ-Unternehmen Online gehen ja Dokumente oder Belege auf unterschiedliche Art ein, unter anderem auch per E-Mail. Wir binden diese Logik hier an, wenn es beispielsweise um mehr Kommunikation zwischen dem Mandanten und der Steuerberatung geht. Das heißt beispielsweise, dass der Mandant schon auch immer eine gewisse, ich sag mal, Sach- oder kostenstellenbezogene Kontierung vornimmt oder ähnliches oder gewisse Rahmenkonten hat, die er schon mitbedient, weil er die über Dativ-Unternehmen Online auch schon, also über diese Schnittstelle auch schon mitfahren kann.
Gibt es die Möglichkeit, dass die Rechnungen im Dokumentenmanagement automatisch als bezahlt markiert werden, wenn ich den Zahlungsverkehr abwickle? Über den Zahlungsverkehr, über RZ Bank Info in DATEV Unternehmen Online? Nein. Also momentan arbeiten die Schnittstellen nur unidirektional. Wir kriegen zwar natürlich eine entsprechende Rückinformation. Genauso ist unsere Datenübergabe auch gesetzt. Das heißt, diese Stempelinformation hier, ich sehe es mal ganz kurz hier unten rein, man sieht ja in Amagno die verschiedenen Stempel. Diese Stempelinformation oder der Stempel ist auch so gesetzt, also andersrum, wir nutzen einen Stempel, um mit einem Stempel einen Funktionsaufruf durchzuführen. Und an diesem Funktionsaufruf wird dann abgefragt, alles das, was an Informationen notwendig ist, um einen kompletten Buchungssatz bzw. eine komplette Rechnung dann halt auch mit allen relevanten Informationen in die DATEV abzugeben. Und wir setzen diesen Stempel aber erst, wenn wir von der Schnittstelle auch eine positive Rückantwort bekommen haben. Ich habe es jetzt hier nicht gemacht, dass die Dokumente rausfliegen. Das wäre aber nach dem Regelwerk, nach den Rechten ein einfaches zu sagen. Wenn der DATEV-Stempel dann auch wirklich final gesetzt ist, dann ist hier nichts mehr drin. Das wäre auch die normale Herangehensweise, damit so ein Dokument halt nicht mehrfach dann an die DATEV übergeben werden kann. Andersrum kriegen wir aber, also jetzt außer Statusmeldungen, kriegen wir keine Informationen der DATEV. Wir können auch momentan nicht, das ist mittelfristig angedacht, ich bin mal gespannt, ob das in 2024 passiert, Geschäftspartnerkreise, Kostenstellen, Sachkonten und so weiter, mandantenbezogen herunterladen. Das ist ein Riesenprojekt und ist auch ein Riesenthema bei der DATEV. Da gab es auch schon mal erste Vorläufer, die wurden allerdings wegen Datenschutzbedenken nochmal eingestampft. Das ist noch Zukunftsmusik. Ja, das ist sehr schade, dass DATEV da hier, ich sag mal, eher dicht macht. Ne? Aber ja, das müssen wir. Das ist auch der Punkt. Also, wir haben es vielleicht ganz kurz ja in der Kontierung, während der Kontierung gesehen, warum wir uns dann darüber behelfen. Entweder über Datenbanken oder Tabellen, die halt beim Kunden selbst liegen. Dann gibt es noch eine Lösung, auch eine Schnittstelle, die für Selbstbucher verfügbar ist, um Daten, Stammdaten halt dann auch abzugreifen bzw. mit denen zu arbeiten. Jetzt hier in dem Fall, wie ich es vorhin in der Kontierung gezeigt habe, greifen wir dann auf Tabellen zu, die in irgendeinem Server liegen, entweder bei Ihnen oder bei uns gehostet werden, auch nur, ich sag mal, rudimentäre Informationen. Und mit denen ich dann, wie jetzt hier in dem Fall, auch solche Auswahlen herbeiführen kann, die natürlich ganz oder dynamisch und individuell sind. Also das kann jetzt hier beispielsweise das Thema Sachkonto sein, das können Kostenstellen sein, das können die Geschäftspartner-IDs und Ähnliches sein. Und damit kann ich die Daten dann anreichern. Jetzt ganz kurz noch vielleicht an einem Punkt. Wir hatten ja am Anfang gesehen, dass ich unterschiedliche Mandanten hier auch mit anbieten oder mit freischalten kann für die Schnittstelle. Jetzt würde man im Normalfall natürlich nicht in einer Amagno-Einheit dann mehrere Gesellschaften bzw. mit unterschiedlichen Mandanten-IDs gleichzeitig halt bedienen, sondern das würde man natürlich auslagern in unterschiedliche Ablagen, jede Gesellschaft differenzieren, kann man aber dann natürlich dann trotzdem nutzen, auch in der Form Ablage für Ablage, die dann wiederum jeweils einer eigenen Mandanten-ID dann halt zugewiesen wird. Und darüber ist es sogar möglich oder das wird auch mit schon genutzt. Wir haben zwei Steuerberater, die damit so arbeiten, dass man eine Mehrmandantenfähigkeit aufbaut. Das heißt für Steuerberatungen in der Form, dass für die Steuerberatung selber nur begrenzte Informationen in der Ablage des Mandanten verfügbar sind. Das heißt, der Mandant kann seine komplette Dokumentenhaltung, sein ganzes Datenmanagement darin machen. Die Steuerberatung sieht gegebenenfalls nur einen Teil davon, beziehungsweise ist für die technische Integration und Datenübergabe dann an die DATEV dann halt mit involviert. Genauso ist es natürlich möglich, wenn Sie mehrere Gesellschaften parallel führen, beziehungsweise dafür die Buchhaltung vornehmen. Das ist ja jetzt heute auch nichts Besonderes mehr.
dass sie dann halt von einer Ablage in die nächste und damit von einer Gesellschaft in die nächste wechseln, bestenfalls sogar die gleichen Ablaufprozesse haben und dann damit natürlich auch über diese einmalige Freigabe dann die Übergabe der Daten in die Data vornehmen können. Ja, hier kommt noch eine Frage zum Prozess. Eine ganz interessante Frage tatsächlich. Kann ich meine Bestellung mit der Rechnung abgleichen und eventuell den Workflow verkürzen? Ja, es gibt Lösungen, unter anderem auch eine von uns, mit der man unterschiedliche Merkmalsinformationen, das ist immer das, was hier in diesen grünen Positionen gespeichert wird, unterschiedliche, also diese Informationen, unterschiedliche Dokumententypen miteinander vergleichen kann, auch mehrfach und auch in der Und-Oder-Relation und damit dann Freigabeprozesse einfacher gestalten kann. Also sprich, dass die Logik des Systems das händische Abgleichen dann übernimmt und damit ja, zumindest ein großes Volumen an Dokumenten dann halt einfach schon mal automatisiert wegarbeitet. Noch eine kurze Ergänzung dazu, das ist jetzt nicht auf Positionsdatenebene ein Abgleich, sondern in erster Linie lesen Sie auf der Bestellung aus, für wie viel haben Sie bestellt, geben dann bei der Rechnung die Bestellnummer mit ein als Referenz, ja, also wenn Sie eine Rechnung mit Warenbezug oder eine Rechnung mit Bestellbezug haben und dann kann AMAG nur nachschauen, ob es wenn es eine Bestellung für 500 Euro hat und auf der Rechnung 500 Euro stehen, ob das passt oder nicht. Eine extrem praktische Funktion. Wenn Ihnen das nur 10, 20 Belege am Tag abnimmt oder in der Woche oder wie auch immer, Sie sparen Zeit ohne Ende. Ein hoher Grad der Automatisierung ist da bereits möglich. Ohne großes technisches Hickhack. Das ist sehr einfach eingerichtet. So, meine Damen und Herren. Das waren erstmal die wichtigsten Themen, die wir Ihnen heute zeigen wollten. Haben Sie jetzt noch Fragen? Schreiben Sie es gerne mal in den Chat. So, Per, gibt es noch Ergänzungen von dir? Funktioniert Data Cloud beschränkt? Das hatten wir on-premise. Ist das gleich? Das haben wir besprochen vorhin, genau. Gibt es noch Ergänzungen von meiner Seite? Also was wir jetzt hier gesehen haben, ist halt, ich sag mal, was die Datev-Schnittstelle betrifft, ja relativ wenig, weil das ja auch letzten Endes nur ein Tool sein soll, also wirklich auch als Tool, als Werkzeug zu verstehen, um genau diesen ansonsten händischen Prozess zu automatisieren. Nämlich nicht nochmal ein Dokument, das passiert uns halt regelmäßig, auch bei kleineren Mandanten, dass wir die an einem Punkt abholen, wo sie noch E-Mail-Anhänge ausdrucken, diese dann irgendwo in der Umlaufmappe sind, vorher noch abgeglichen werden müssen händisch, wo die dann händisch kontiert werden auf dem Dokument, die dann nochmal freigezeichnet werden, dann nochmal gescannt werden, um zur Steuerberatung dann beispielsweise zu übergeben oder sie werden halt im Unternehmen dann trotz manuellem Freigabeprozess dann halt noch kontiert. Und hiermit haben wir halt mehrere Punkte. Wir haben erstmal den Punkt der Automation am Anfang. Dokumente werden automatisiert ausgelesen und das können wir natürlich noch durch unterschiedliche Funktionen begleiten und den Prozess auch noch vereinfachen und verschlanken bis zur finalen Freigabe. Und dann ist es ja auch nur konsequent, dass man die Daten nicht nochmal irgendwo in ein Fremdsystem manuell überträgt, sondern dass man das und das rechtfertigt ja letzten Endes dann auch immer die Anzahl der Dokumente oder Anzahl der Rechnungen, die im Monat in so einem Unternehmen auftauchen, dass man dort dann einfach die Daten auf dem digitalen Wege auch schon überträgt. Ne? Entweder bei Selbstbuchern dann halt in die lokale Ablage zum Buchen oder direkt in die Steuerkanzlei, damit dann dort weitergearbeitet werden kann. Und dann darf man halt nie vergessen, mit der Freigabe beispielsweise erfolgt ja dann auch schon, der Mario hat es ganz am Anfang erwähnt, was die Zertifizierung betrifft, das Thema Archivierung. Das heißt, in der Einrichtung ist es häufig so, dass wir dann mit der Freigabe auch dann die Festschreibung des Dokuments herbeiführen im System, Langzeitarchivierung, Berechnung 10 Jahre und damit das Thema Archivierung durch ist. Die Dokumente sind ansonsten komplett in Amagno ja dann auch suchbar. Sie sind volltext indiziert. Man kann in Amagno über alle diese Merkmale natürlich auch nochmal drüber hinweg suchen. Das heißt, suche ich nach einer Belegnummer oder Ähnlichem, finde ich das Ganze auch über Geschäftspartnername oder was auch immer.
Und das nimmt mir dort an dem Punkt natürlich auch erheblich viel Arbeit weg. Und da alle Schritte, die ich mit Dokumenten halt durchführe, auch entsprechend im System verzeichnet sind, wer macht wann was. Sie sehen es hier auch mit Sammelüberweisungen, wir haben auch Zahlungsschnittstellen im Programm, ist auch für jeden der Mitarbeiter im Unternehmen später auch sichtbar, was ist denn mit diesem Dokument wann und wo passiert. Und so viel dann jetzt hier zum Thema der Datenschnittstelle. Genau. Noch eine Frage. Ja, ich muss ergänzen. Bitte. Kann man das, was du gerade gezeigt hast, implementieren, wenn DATEV on-premise und die Amagno Cloud genutzt wird? Ja. Klar. Also wir sind hier jetzt auch gerade in der Amagno Cloud und betreuen einige Kunden, die das System so in der Kombination hier auch on-premise installiert haben. Also die DATEV-Lösung on-premise haben. Also den normalen Arbeitsplatz der DATEV, genau. Super. So, meine Damen und Herren, und das sollen dann für heute die wichtigsten Themen gewesen sein, die wir Ihnen kurz zeigen wollten. Ganz kurz noch in eigener Werbung. Wir machen diese Art der Veranstaltung regelmäßig. Ne? Also wir machen 2 normale Amagno-Webinare pro Woche. Wir haben ab und zu alle 14 Tage Zusatzmodule mit drin, Erweiterungsmöglichkeiten. Das können Sie immer finden unter amagno.de/webinar. Schauen Sie einfach mal rein, da finden Sie die kommenden Termine. Per, wann ist das nächste Webinar mit dir, mit deinen Power Tools? Ja, genau. Wir haben die Power Tools, präsentieren wir nochmal am Nikolaus, genau, am 6.12. Und was wir jetzt machen, beziehungsweise jetzt gerade in der Fertigstellung sind gerade in der Private Beta, wir haben ein komplettes Outlook-Add-in entwickelt, das für beide Schritte auch anwendbar ist. Das heißt, E-Mails neu schreiben und Dokumente suchen in Amagno, alles aus Outlook heraus und aber auch komplette Kommunikation aus Outlook heraus in Amagno ablegen. Und das werden wir am 13. Dezember präsentieren. Genau, also die Tage schon mal blocken. Uhrzeiten, den 6. finden Sie schon auf der Homepage. Per, weißt du da, wann das ist von der Uhrzeit her? Gleiche Zeit, gleicher Ort. Okay, also 14 Uhr am Nikolaus, direkt blocken, vorher Stiefel putzen und los geht's. Unbedingt. So, wir haben überzogen, 7 Minuten. Danke für Ihre Zeit. Danke auch. Hat mich gefreut und dann bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Danke, bis dann. Tschüss. Tschüss.